Oh, guten Abend, danke fürs zahlreiche Kommen. Wir fühlen uns, glaube ich, beide sehr geehrt, dass Sie uns da beim Erzählen und Lesen zuhören wollen. Es gibt ja diese Wiener Ort, die Sachen sind halt so wie Sahn und man rennt vorbei oder geht vorbei und denkt nichts dabei, aber irgendwann denkt man sich eigentlich, also jetzt auf gut Wienerisch, was ist denen da eingefallen, dass da mitten im Wald, es ist wirklich mitten im Wald, vielleicht ob Sie es kennen, ein riesiger römischer Rundtempel steht. Naja, das habe ich dann als Aufhänger genommen, einfach mal mein Hirn zu durchforsten, woran ich so Tag für Tag, Woche für Woche, Lauf für Lauf oder Rato für Rato so vorbeirattere. Und da ist mir dann wirklich unglaublich viel eingefallen. Grabmäler, verfallene, seltsame Heldendenkmäler, zu denen nicht einmal ein Weg führt in der Nähe des Hamo und so weiter und so fort. Da ich ja viele Kollegen kenne, beruflicherweise natürlich, bin ich an einem Herrn quasi nicht vorbeigekommen. Unter anderem deshalb, weil man ihn bei uns im Kurier, es war sogar einmal ein Titel, den Philosophen des Wienerwaldes nennt. Und also quasi, ich hätte wollen oder nicht, der Beppo Bayern, oder ich bin dem Beppo Bayern nicht so ausgekommen. Und da wir noch nebenbei eine gemeinsame Leidenschaft für das Lernen der tschechischen Sprache haben, habe ich ihn salopperweise angerufen und er hat dann sogar salopperweise für mich Zeit gehabt. Und jetzt bist du dran, Peter. Der erste Husarentempel ist zerfallen vom Hartmut und dann ist ein zweiter errichtet worden und der steht bis heute. Ne? Und eine lustige oder eine traurige oder einfach so eine kuriose Sache, im klassischen Tempel sind ja in der Giebel, in der Mitte der Zeus und dann kommen die niederen Götter oder andere Menschen, die zumeist Zeus ein Opfer bringen. Das ist der klassische Tempel. Und beim Musan-Tempel sind Krieger, die eben die Schlacht gegen Napoleon simulieren. Und wie die Rote Armee dort gewesen ist, 1945, hat die Rote Armee wahrscheinlich besoffen, es waren ja schon viele Leute besoffen am Husan-Tempel, besoffen dort gelagert. Und sie haben den Soldaten die Köpfe abgeschossen. Und das ist bis heute auch so, weil es wahrscheinlich keiner weiß oder keiner auffallen ist. Schauen Sie sich's an oder schauen Sie sich die Fotos an, den Soldaten fehlen Köpfe und Arme. Also eine besoffene Geschichte hätte ich jetzt auch ja, noch. Weiß nicht, da draußen, hinterm Schloss Lauder befinden sich ja die sogenannten Türkensteine. Ja, ja, ja. Die Türkensteine sind eigentlich eine Erinnerung an die großen Erfolge des Herrn Laudon auf dem Schlachtfeld, und zwar natürlich gegen die Türken. Und da hat er also bei der mittlerweile zweiten Eroberung von Belgrad, die erste hat der Prinz Eugen gemacht, wie wir alle wissen, sich ein bisschen was mitgenommen. Unter anderem so diese Herrschaftsinsignien, die jeder osmanische Herrscher und Feldherr hat. Man findet es sehr oft auch heute noch, wenn man in der Türkei in Moscheen geht. Das ist so eine Art Unterschrift zu einem Sultan. Und irgendwie hat er das mitgebracht und dann hat man sich gedacht, konnte keiner so recht was damit anfangen. Ne? Und dann hat man das irgendwie, was er da so mitgebracht hat, der Herr Graf, dort aufgestellt und weil keiner die Unterschrift lesen sollte, konnte. Hat man es einfach am Kopf auf die Wand pickt. Also hängt dort seit über 200 Jahren die verkehrte Unterschrift des Sultan Mehmed des Vierten. Aber mein Gott, so geht es halt in Wien zu. Aber Sie kennen das Denkmal nicht? Wenn man von uns hintere geht, kommt man, es ist daneben eine Quelle, meist ist Gatschig ja. Und keiner weiß natürlich, dass die Unterschrift verkehrt herum ist, weil keiner die Schrift lesen kann. Ne? Nun kommen wir aber tatsächlich zur Gastronomie am Kobenzl. Den kleinen Zoo mit seinen Ziegen und Schafen überlassen wir den Familien mit den kleinen Kindern, obwohl er uns daran erinnert, dass der Kobenzl schon in seinen Anfängen im Barock nicht nur Schloss und adelige Spielwiese, sondern eben auch Landgut mit eigener Wirtschaft war. Obwohl von diesem Landgut nichts mehr übrig ist, befinden sich die Anlagen, zu denen auch das Gasthaus Waldgrill gehört, an eben dieser Stelle. Dass der Kobenzl nach einer langen Durststrecke inzwischen nicht nur über eine solide Gastronomie, sondern auch über ein eigenes Weingut mit einem erstklassigen... Stimmt? Ja. Das war nämlich der Grund, warum ich das ausgewählt habe. Sondern auch über ein eigenes Weingut mit einem erstklassigen, bitte der Text ist nicht von mir, ja? Mit einem erstklassigen
und Urwienerischen, da schau, gemischten Sachs, ja, das ist von mir. Verfügt, macht einen Ausflug noch angenehmer. Sie brauchen gar nicht hinfahren heute. Es war sehr, sehr, sehr schön, dass ihr bei uns wart oder bei uns seid. Weil, Sie haben es ja schon gesagt, wir werden jetzt nachher zu einem kleinen Imbiss einladen und den bekannten Grubitzelwein verkosten. Habe ich extra die Stelle ausgesucht? Ja, extra.